im nächsten Kapitel einfach mal so ein paar Beispiele, wie werden denn solche Anlagen nachgerüstet oder wie sehen Neuanlagen aus? Was wir jetzt hier sehen, sind beispielhafte Nachrüstungen anhand des Beispiels der klassischen Dreikammergrube. Also stellen Sie sich vor, ganz normale 6 Kubikmeter Grube, 2 Meter Innendurchmesser, 2 Meter 50 Innendurchmesser. Wie baue ich da den Aquamax ein? Grundsätzlich gibt es natürlich jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten. Was Sie oben sehen, die klassische Nachrüstung der sogenannten Halbkammer. Relativ aufwendig, man muss hier den Zulauf verlegen. Der eigentliche Zulauf bei der Bestandsanlage geht ja in die Halbkammer. Relativ viel Aufwand. Sie müssen also im Grunde ja A, das Glück haben, dass das Rohr, das Zulaufrohr, ein Stück reinragt in die Grube. Dann steckt man vorne eine Muffe auf, muss ein Stück aus der Trennwand rausflexen, damit wir quasi die Anlage so bauen, dass die erste Kammer dann die oben rechts sich befindliche Viertelkammer wäre. Das wäre jetzt in dem Bauzustand die erste Kammer. Die zweite Kammer, die zweite Viertelkammer, ganz normal geöffnet zur ersten. Das heißt, die beiden Kammern wären die Vorklärung und das Ganze wird dann so gebaut, dass Sie aus der Halbkammer die klassische Biologie machen. Bautechnisch müssen Sie jetzt die komplette mittlere Trennwand dann entsprechend abdichten. Hab das ja in den ersten Kapiteln schon erwähnt. Wir brauchen zwei voneinander, räumlich voneinander getrennte Räume, die komplett voneinander getrennt sind, weil sich die Anlage ja selbstständig das Wasser aus der Vorklärung rüberholt, um es in der Biologie zu behandeln. Bautechnisch, wie gesagt, diese Möglichkeit ein bisschen aufwendig. Wenn Sie jetzt die Bemessungsregeln aus dem vorherigen Kapitel noch ein bisschen im Kopf haben, kann man jetzt nachrechnen, dass Sie mit einer 6 Kubikmeter Grube, mit den Voluminas, die wir da uns angeguckt haben, jetzt eine 6 Kubikmeter nachgerüstet bekommen für maximal 8 dW. Die wesentlich einfachere und schönere Nachrüstvariante für Sie sehen Sie im unteren Bereich. Das ist also die Nachrüstung der Viertelkammer. Da muss man jetzt bautechnisch am Lauf des Abwassers in der Grube nichts verändern. Die erste Kammer bleibt die erste Kammer. Sie kommen die mittlere Trennwand dann auch offen lassen zur zweiten Kammer. Also das wäre jetzt der Nachrüstfall Halbkammer und die erste Viertelkammer wäre Vorklärung. Nur die letzte Viertelkammer wäre Biologie. Sie müssten also die komplette letzte Viertelkammer abdichten zum Rest, wenn da halt Löcher, Durchtrittsöffnungen, was auch immer drin sind. Und hätten also ein wesentlich schnelleres, einfacheres Arbeiten. Problem dabei. Ziehen wir uns wieder die Bemessungsregeln, die wir gelernt haben, mal kurz in den Kopf. Dann werden Sie nachrechnen können, dass hier die 6 Kubikmeter Grube für maximal 6 Personen, also 6 EW, ausreichend wäre. Grundsätzlich, wie gesagt, sind beide Nachrüstvarianten möglich, abhängig sicherlich von der benötigten Einwohnerzahl, die Sie realisieren müssen. Wenn Sie aber die Wahl haben, also beide Voluminas nach der Bemessung ausreichend wäre, natürlich immer zu bevorteilen die untere Variante, weil es für Sie bautechnisch einfacher ist. Ich habe das im vorherigen Kapitel ja auch schon mal angesprochen. Das wäre jetzt meine bevorzugte Nachrüstvariante. Und bei Neuanlagen sieht es im Grunde so aus, dass Sie da natürlich sich bei Ihrem Betonlieferanten des Vertrauens, bei der Firma ATB, wem auch immer, unseren Partnern, die wir ja deutschlandweit auf Flächendecken verteilt haben, die Betongrube natürlich theoretisch als Neuanlage so produzieren lassen können, wie Sie es benötigen. Ob Sie eine Biologie in der Halbkammer haben, eine Biologie in der Viertelkammer, alles kein Problem. Größere Anlagen sehen wir hier im Grunde auch mal abgebildet, also Mehrbehälteranlagen. Hab das ja, wie gesagt, vorhin auch schon mal erwähnt. Also man braucht pro Einwohner, der angeschlossen ist, ja ein bestimmtes Volumen. Das heißt zum Beispiel 30, 40, 50 EW-Anlagen bestehen dann im Regelfall natürlich aus 2, 3, 4 Behältern, mehrere Vorklärungen, die Sie da entsprechend realisieren müssen, um diese Voluminas erschlagen zu können. Auf dem linken Bereich, den Sie jetzt im Grunde vorne sehen, wie gesagt, dann auch die Neuanlagen als Nachrüstvariante. Einbau in Halbkammer, Einbau in Viertelkammer. Wie gesagt, das kann man im Grunde verkaufstechnisch ein bisschen steuern. Wenn Sie jetzt gegen einen anderen SBR-Anlagenanbieter anbieten und der baut halt Biologie, nimm mal in die Halbkammer, kann man es natürlich dann im Verkauf auch mal probieren, so eine Viertelkammerbiologie als Neuanlage zu verkaufen. Einfach mit dem Argument für den Betreiber, pass auf, du hast eine größere Vorklärung, du musst die Vorklärung vielleicht nicht alle anderthalb Jahre leer machen, sondern nur alle 3 Jahre leer machen, weil wir hier dir ein größeres Volumen generieren. Da bürgen sich einfach so ein bisschen verkaufstechnische Vorteile, um sich so ein bisschen abzusetzen von den entsprechenden Marktbegleitern, die sie da vielleicht haben, um Kleinkläranlagen zu verkaufen. Das war das Thema Nachrüstung und Neubau der Aquamax-Anlagen mit den verschiedensten Varianten. Wie gesagt, darüber hinaus gibt es natürlich noch viel mehr Varianten, aber so als Einstieg, denke ich, sollte Ihnen das einen kleinen Abriss
über Nachrüstung und Neubau von Kleinkläranlagen gegeben haben.